Willkommen auf dem Messestand der SAP Hybris. Genau gesagt, der Poet. Wir sind ein mittelstandsempathischer Partner aus Karlsruhe, Baden-Württemberg. Ja, wir haben sehr viele Kunden im Mittelstand und stehen hier für das Customer Engagement Commerce Portfolio der SAP. Und viele Kunden kommen halt auf uns zu und fragen uns, wofür steht das eigentlich? Customer Engagement Commerce? Aha. Die SAP macht doch ERP, macht doch Warenwirtschaft, macht doch Finanzbuchhaltung, macht doch Backend-Prozesse. Was haben die eigentlich mit Commerce zu tun? Genau deswegen sind wir eigentlich hier. Weil wir bauen die Brücke vom Backend ins Frontend Richtung Commerce, Richtung Marketing Analytics, Richtung CRM, also im Endeffekt Customer Engagement Commerce. Dafür sind wir da. Grundsätzlich ist es, glaube ich, mal an der Zeit, dieses Customer Engagement Commerce Portfolio ein Stück weit zu definieren. Viele Kunden kommen auf uns zu und sagen uns, was ist eigentlich Hybris? Wo fange ich da an? Was ist Hybris Commerce? Was ist Hybris Marketing? Was ist Hybris Cloud for Customer? SAP Hybris Cloud for Customer. Und ich benutze eigentlich immer ein ganz einfaches Schema, um das ein Stück weit zu veranschaulichen. Leicht mal hier rüber getreten. Kunde steht natürlich im Mittelpunkt. Und was die SAP schon seit Jahren, Jahrzehnten erfolgreich macht, ist natürlich das gesamte Thema ERP. Backend-Prozesse, Logistik, Finanzbuchhaltung, alles. Da sind die absoluten Weltmeister drin, das können die. Dann im Jahre 2013 hat man überlegt, okay, wir wollen unser Portfolio dahingehend erweitern, dass wir eine Commerce-Plattform anbieten wollen für Kunden, wo der Kunde vielleicht auch online dann bestellen kann oder auch kanalübergreifend bestellen kann, was ich über Kassensysteme, Integration von Filialen, also Online- und Offline-Welt auch ein bisschen verbandelt, dieser Omni-Commerce-Gedanke. Da hat man halt Hybris Commerce gekauft, das heißt heute SAP Hybris Commerce, und hat angefangen, praktisch das gesamte Backend miteinander zu verschmelzen. Das ist gerade im B2B-Commerce enorm wichtig, weil Preisbestimmungen und Verfügbarkeitsprüfungen dort deutlich komplexer sind als in der B2C-Welt. Dann hat man sich gedacht, naja, jetzt haben wir Produktdaten, wir haben ein vernünftiges Backend, jetzt brauchen wir auch noch irgendwo die Möglichkeit, das entsprechend zu analysieren. Also Warenkörbe zu analysieren, Kundenbewegung zu analysieren etc. Und hat entsprechend ein Produkt entwickelt, das heißt SAP Hybris Marketing. SAP Hybris Marketing steht im Endeffekt für eine sehr mächtige, HANA-basierte Real-Time-Marketing-Engine, die mir praktisch in Real-Time darüber berichtet, was machen meine Kunden, wo halten sich meine Kunden auf, wie setze ich mich praktisch ein für meine Kunden, wie erreiche ich eine entsprechende Kundenbindung, wie ist die Ansprache. Sie erschafft mir einen Kontext als Marketer, den ich benutzen kann, um relevante Informationen zu meinen Kunden zu senden. So, und das ist natürlich gerade im Commerce-Kontext extrem, extrem wichtig und extrem effektiv. Und dann zu guter Letzt das ganze Thema SAP Hybris Cloud for Customer. Das ist ein klassisches CRM-System, das ist ein cloud-basiertes CRM-System. Hier geht es darum, dass meine Mitarbeiter, die im täglichen Kundenkontakt stehen, also Service-Mitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiter, die richtigen Informationen bekommen von mir zur richtigen Zeit. Beispielsweise, habe ich einen geltenden Vertrag mit dem Kunden? Ist die Kreditwürdigkeit ausreichend? Hat der Kunde vielleicht einen offenen Warenkorb, den er nicht ausgelöst hat? Kleine Informationen, die mir dabei helfen, einen Kontext zu erschaffen, wenn ich diesen Kunden kontaktiere, ihn dann entsprechend, ja, darauf anzusprechen und ja, ihnen ein vernünftiges Erlebnis zu bieten. So, und die Poet steht dafür, dass wir dieses gesamte Customer Engagement Commerce Portfolio der SAP abdecken und natürlich auch dafür sorgen, dass das entsprechend integriert wird bei Kunden. Und gerade im Mittelstand haben wir einige Kunden, bei denen wir das erfolgreich umgesetzt haben. Also die Zukunft einer Poet ist sehr spannend, weil wir sind im deutschen Mittelstand unterwegs und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, auch in 2017, 2018, 2019 unsere Kunden weiterhin darin zu unterstützen, ja, Digitalisierungsstrategien voranzutreiben und vor allen Dingen auch, ja, mit einer gewissen pragmatischen, mittelstandsempathischen Haltung ranzugehen an die Dinge, umzusetzen, live zu gehen, Projekte an den Start zu bringen für Kunden, um wirklich vieles einfach auch umzugraben auf dem Markt und für Kunden attraktiver zu machen, mit den entsprechenden Unternehmen zu interagieren. Das ist, wofür Poet eigentlich steht und das, was wir mit unseren Kunden machen wollen.
Für weitere Informationen über Poet ganz einfach. Sie finden uns natürlich in sozialen Netzwerken, auf LinkedIn, auf Xing oder auch auf Facebook. Ganz klar, aber natürlich auch ganz klassisch auf unserer Website poet.de. Wir sind ein Unternehmen in Karlsruhe. Rufen Sie uns gerne an. Lassen Sie sich verbinden. Wir reden über alles.